Und wie gewohnt gebührt das erste Wort dem Gästetrainer, Herr Eichner, Ihr Statement zur Partie. Ja, vielen Dank. Hallo nochmal an die Runde. Ja, bin ganz ehrlich, es fällt mir nach wie vor schwer, das so ein bisschen in Bahnen zu lenken, dieses Spiel der vergangenen 90 Minuten. Ich glaube, ich habe eine KSC-Mannschaft gesehen, die große Lehren aus dem vergangenen Wochenende gezogen hatte, die von Anfang an auch gezeigt hat, dass sie richtig gut vorbereitet war, jeder Einzelne für sich selbst zunächst mal. Das ist manchmal viel entscheidender als das, was die Trainer reingeben. Wir wussten, was uns hier für ein Gesamtpaket erwartet und ich glaube, nach einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase, wo beide die ein oder andere Abschlussaktion hatten, hatten wir vermehrt die Kugel. Damit war ich extrem einverstanden, was die Jungs mit dem Ball angestellt haben. Jeder wollte die Kugel haben. Sie haben eine gute Mischung gefunden, aus kurz zu spielen und dann auch wieder lange Schläge einzubauen. Mersat hat mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte gedacht, da kommt ein Rollkommando, ein Überfall in den ersten 10, 15 Minuten auf uns zu. Das war nicht der Fall. Dennoch fand ich, haben die Jungs das sehr, sehr anständig gemacht, sind dann nicht unverdient in Führung gegangen. Und in Summe ging das, glaube ich, zur Pause dann auch in Ordnung. Und wenn du dann nach der Pause in Anführungszeichen so halber den Deckel schon mal auf den Topf legst, dann in Regensburg, das darf man nicht vergessen, das ist für den KSC keine Selbstverständlichkeit, dann geht es eigentlich vor allen Dingen um eines, dann gilt es nochmal 10 Minuten auszuhalten und den Gegner wegzuhalten vom Tor, den Gegner so ein bisschen mürbe zu machen und genau das haben wir nicht geschafft, sondern wir haben 5 Minuten nicht mehr ordentlich verteidigt, haben den Gegner dann in seine Aktionen gebracht und dann folgerichtig auch das 2:2 bekommen. Und dann, jeder, der hier im Raum schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das dann ein bisschen schwierig ist, die nächsten Minuten da wieder Fuß zu bekommen oder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich glaube aber, dass das den Jungs nach ein paar Minuten wieder schütteln ordentlich gelungen ist, sodass am Ende beide Mannschaften, wir beispielsweise durch Gyeongrok Choi nochmal eine Möglichkeit hatten, den Lucky Punch zu setzen, aber auch der Jan logischerweise durch die ein oder andere Welle nochmal auch den 3:2-Siegtreffer hätte setzen können. Mersat wird es mir nicht verübeln, dass der Sieg vielleicht an dem Tag ein bisschen näher bei uns gewesen wäre von so einem Eindruck der ersten Phase des Spiels. Aber so ehrlich sind wir, zu einem Spiel gehören 90 Minuten. Und wenn wir dann einen Strich drunter machen, müssen wir, so leid, wie wir uns das auch vielleicht für uns so anfühlt aktuell, damit leben. Trotzdem ein Kompliment an die Mannschaft, jeden Einzelnen, wie er das heute angegangen ist, weil wer hier noch nicht gespielt hat, der weiß nicht so genau, wie sich das anfühlt. Und deswegen haben die Jungs heute auch ein großes Kompliment verdient, auch wenn es zu den 3 Punkten nicht gereicht hat. Dem Jan Mersat, euch alles Gute. Ich werde in einem halben Jahr den nächsten Anlauf mit meinen Jungs nehmen, um dich endlich zu schlagen. Dankeschön. Danke, Herr Eichner. Dann, Mersat, deine Worte zur Partie. Ja, sehr gut analysiert von Christian. Wir haben nicht so schlecht begonnen. Also gegen Ball war das jetzt kein Überfallkommando, das war auch der Plan. Wir haben dann auch Balleroberungen gehabt, aber wir haben dann mit Ball Sachen kompliziert gemacht. Wir wollten immer noch mal einen Haken, wollten noch mal nach hinten spielen, noch mal kurz, noch mal zu dem Nächsten, der auf 1,5 Meter von mir steht. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, die KSC, die gut in Gegenpressing sind, genau das, was die dann brauchen. Und dann haben wir denen Sicherheit gegeben. Die haben Bälle dann erobert in Bereichen, die gefährlich waren, haben es dann mit dem Tor noch eine Portion an Sicherheit gewonnen. Und dann waren wir noch hinterher. Wir haben mehr gelaufen in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, jeder, der das gesehen hat, würde wetten, dass wir mehr gelaufen sind in der zweiten Halbzeit. Nur das erste Halbzeit viel hinterher war. Dann haben wir umgestellt und dann wieder ja, das gefordert, was wir immer wieder gut machen, was uns ausmacht, dass wir schnelle vertikale Spiel haben, dass wir Druck ausüben, dass wir mit mehreren Leuten noch mehr Risiko annehmen, im Pressing zu gehen, weil erste Halbzeit haben wir, da haben sich Torwart ein bisschen mehr Raum und Zeit gegeben, aber wir haben diese zweite Welle nicht hinbekommen. Ja, und dann kommst du raus, also zum zweiten Halbzeit kriegst du so ein Standardtor und dann eigentlich ist das Spiel gelaufen, so wie Christian gesagt hat, aber wieder Kompliment an die Mannschaft, dass die dran geglaubt haben. Ein bisschen glücklich mit 11 Meter vielleicht, aber vorher war Niklas alleine vom Torwart.
Und danach, jeder, der hier war, weiß, wie schwer es ist für jeden, wenn wir Anschlusstreffer haben, wenn wir im Rückstand sind, das hier zu verteidigen. Haben wir 2-2 gemacht und dann war es ja ein bisschen mehr auf unserer Seite, zweite Halbzeit, aber aufgrund von erster Halbzeit bin ich einverstanden, dass es Punkt für die beide Mannschaft ist. Beide Mannschaften mussten, glaube ich, oder müssen damit leben, können auch zufrieden sein. Wir konnten vielleicht ein bisschen mehr glücklich sein, weil du 0-2 Rückstand aufholst und dann nochmal rettest und dann am Ende schreien alle, dass es Elfmeter ist und wird gepfiffen, wird zu Recht aber zurückgenommen, sodass dann heute kein Lucky Punch möglich war. Es war nicht ein einfaches Spiel, wir wussten das und für uns ist das nochmal eine Möglichkeit, auch eine Lehre rauszuziehen, dass wir da keine besonderen Sachen machen müssen, sondern einfache Sachen besonders gut weitermachen. Das ist die Devise für die nächsten Spiele. Wir können aber allgemein sehr stolz sein, wenn man heute sieht, ein Stadion, Publikum, super Wetter, super Schiedsrichter, zwei Mannschaften, die sich alles abverlangt haben, Werbung für den Fußball gemacht haben und am Ende irgendwie keiner zufrieden. Trotzdem sage ich, wenn wir einmal drüber schlafen in Christian, werden wir beide mit Punkt zufrieden, glaube ich, und gut leben können. Alles Gute weiterhin. Wir freuen uns auf nächste Duell. Toi und ja, nochmal am Ende nochmal Kompliment auf unser Publikum, weil ohne diese Unterstützung, auch nach dem 0-2, werden wir das nie alleine schaffen können. Und das ist richtig großartig, was die hier machen. Danke, Mersat. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen der Journalistin. Fangen wir an mit Heinz Gläser von der Mittelbayerischen Zeitung. Mikro kommt. Mersat, wenn ich die Äußerung mit dem Rollkommando, das es eben nicht gab, aufgreifen darf, warum gab es es denn nicht? Also war das nicht der Plan oder war der KSC einfach auch in der Verfassung, das gar nicht zuzulassen? Nee, das war nicht Plan, das wäre gleich, weil ihr habt gesehen, wo Andreas gestanden ist, erste Halbzeit. Wir wollten ein bisschen mehr von außen Druck machen und diese zweite Welle, die wir dann gewinnen, bisschen mehr Raum haben, dass wir schnelle Umschaltspiele nach vorne fortsetzen können. Aber wenn du nicht schnell nach vorne spielst, dann hilft dir Raum und Bälle auch nicht, weil wir haben, wie gesagt, immer Haken zu viel gemacht, immer was Besonderes probiert und dadurch haben wir den Gegner eingeladen, einen guten Gegenpressing zu spielen und uns immer unsicherer gemacht. Und so darfst du oder kannst du das nicht spielen. Aber wenn du dann gezielt ein bisschen lenken willst, wo du Bälle gewinnen willst, muss das trotzdem dann, wenn du die Bälle hast, blitzschnell nach vorne gehen, sonst haben wir Schwierigkeiten. Das ist eine Möglichkeit, glaube ich, für jeden nochmal in sich reinzugehen und sagen, okay, das war nicht so gut und das machen wir ja nicht mehr. Ist es übertrieben zu sagen, dass die Mannschaft gerade so nach einer halben Stunde nach dem Rückstand komplett den Faden verloren hat? Oder? Ist übertrieben. Zur Szene kurz vor Schluss, Gersbeck gegen Zwarz, da gab es ja einige Aufregung. Wie hast du die Szene gesehen? Den Zusammenprall mit dem Kopfball? Ja, der spielt erst einen Ball und dann trifft er ihn unglücklich. Also ich würde als Verteidiger mich riesig aufregen, wenn mir jemand da faul pfeift, auch, ganz ehrlich. Okay, danke. Dann gibt es weitere Nachfragen, ja. Magnus Rötzer noch von Idova. Ja, hallo Mersat. Ihr habt es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Wie erklärst du dir das, dass ihr da nicht griffig genug wart? Es ist einfach zu erklären. Wir haben einen Plan gehabt. Wir haben gleich in den ersten 10 Minuten, glaube ich, 5-6 Balleroberungen gehabt, genau im Zentrum. Und der Gegner war schon so sortiert, dass die weit auseinander waren, dass wir nach vorne spielen könnten. Aber das geht alles verloren, wenn du diese Bälle vertändelst. Und dann kriegst du kein so Gefühl, keinen Zugriff. Und dann machst du den Gegner sicherer. Und dann mit dem Treffer ist das natürlich immer so. Du nimmst ja einiges vor und dann legst 1-0 hinten. Und dann haben wir gesehen, wie viele gute Spieler bei Karlsruhe spielen, wie die mit Ball gut umgehen, was der Trainer Hans Schiff auch den vermittelt hat die letzten Jahren, dass die dann mit Ball richtig umgehen können, dass die gut positioniert sind, dass die in jedem Moment wussten, wo der andere steht. Und das ist nicht einfach. Und wir dürfen hier nicht alle denken, jeder, der hier kommt, egal wo wir in der Tabelle stehen, dass wir den auseinandernehmen können. Weil ich glaube, ich muss immer wieder erinnern, dass wir vor ein paar Jahren
ganz woanders standen. Und das, was wir jetzt hier machen, ist überragend, ist richtig gut. Und jeder Punkt zählt und jeder Punkt bringt uns näher unserem Ziel. Und das ist Klassenerhalt in dieser Liga. Also das 40 Punkte bis zu einem Punkt näher gegen Karlsruhe nach 0-2 Rückstand ist gut. Aber wir sind auch selbstkritisch, das hier habe ich schon angesprochen, dass wir erste Halbzeit nicht so spielen dürfen oder dass wir das nicht können, besser gesagt, so wie wir das probiert haben. Karlsruhe ist natürlich eine gute Mannschaft. Du sprichst es an, dass es in der Liga keine schlechten Mannschaften gibt. Aber war diese erste Halbzeit vielleicht die schlechteste sogar in der bisherigen Saison? Ich merke schon, ihr lenkt schon die ganze Zeit. Ja, das war schlechteste. Jetzt alle zufrieden? Trotzdem Punkt dann noch gewonnen. Im Hinblick auf die Länderspielpause ist es wahrscheinlich sehr gut für die Köpfe. Meine Devise ist, wenn du nicht gewinnen kannst, es ist gut, nicht zu verlieren. Also von daher, vor allem nach 0-2 Rückstand gegen so einen Gegner. Und dann haben wir nochmal Druck gemacht, wir haben probiert, wir haben auch riskiert, wir haben uns nicht zurückgezogen und Karlsruhe hat sich auch nicht versteckt. Also ich glaube, dass für neutralen Zuschauer war wieder was geboten hier im Landstadion und das ist genau das, was wir hier haben wollen, dass Unterhaltung am Ende, wenn es geht mit 3 Punkten, wenn es nicht mit 3, dann mit einem, besser als gar keinem. Danke. Gerne. Otto noch. Mersat, apropos gut, ein Spieler Schwarz, die eingewechselte Spieler, hat ja ganz tolle Chancen gehabt. Wie beurteilst du seinen Auftritt heute? Sehr gut, er hat nach den Verletzungen jetzt war frisch, war gierig. Er versteht immer mehr unsere Abläufe. Die Jungs verstehen auch, welche Bälle er braucht, welche Räume er beläuft. Und das war jetzt immer brandgefährlich, wenn er in die Tiefe gegangen ist. Und das ist schon, hat uns nochmal Kick gegeben, dass wir vielleicht dran glauben können, dass wir das heute komplett biegen können. Ein anderer Stürmer, Yildirim, der ist ja auch fit inzwischen. Welcher Typ von Spieler ist das vielleicht im Verhältnis zu den heute Angestellten oder Aufgestellten? Ein ganz anderer. Ja, weiß ich. Ja, das ist ein anderer Typ, der eher so Ball im Fuß haben will, der sich 1-1 traut und der dann über außen kommen kann als zweite Spitze. Und die Räume gut riecht im 16er und nicht so lange braucht zum Abschluss. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dass ihr den auch live hier seht. Dann könnt ihr selber mal Eindrücke machen. Dann hat man hier noch eine Frage, René Dankert. Christian, Frage an dich. Du, in der Aufstellung stand noch Robin Bormuth. Dann nach dem Aufwärmprogramm war dann Daniel Gordon drin. Das heißt, ihr habt beim Aufwärmen bemerkt, dass es beim Robin noch nicht so gut geht und die zweite Frage betrifft auch eine Personalie. Du hast relativ früh auf der linken Seite gewechselt. Was war da die Überlegung? Ja, ich habe viel heute gewechselt. Ich habe Kjong hinter Hoffi gestellt, zunächst mal, um Hoffi noch einen rum zu haben. Bei Robin Bormuth hatte ich gestern schon den Eindruck, dass es eng werden könnte. Wir haben dann nochmal über Nacht alles versucht und auch heute Morgen nochmal ein, ja, Mersat, wenn du mal einen Abschlusstest machen willst, kannst du die Hoteleinfahrt nutzen, die ist immer ganz gut, um festzustellen, ob Spieler spielen können oder nicht. Ja, da war so eine 50-50-Nummer und ich habe dann mit beiden Spielern gesprochen, um die es geht, dass beide vorbereitet sind, weil es relativ schwierig ist, wenn du dann beim Warmmachen, der eine macht sich konzentriert warm, der andere, ja, das, heute darf man das nicht mal sagen, was ich sagen will, der andere steht daneben und macht was anderes. Und ist gar nicht klar im Kopf. Von dem her war klar, dass wir Gordi auch ins Warm-up schicken, hochkonzentriert. Und das hat sich Gott sei Dank als in dem Fall richtig erwiesen. Ja, und dann kann der Trainer Eichner 5-mal wechseln. Ich weiß nicht, wie oft ich heute gewechselt habe. Und das war eine Position. Ich hoffe 6-mal. Ja, das glaube ich. Nein, es ging einfach darum, dann auch Kilian Jakob im Spiel zu sehen, mal Eindrücke zu bekommen, wieder auf Zweitliganiveau und das nehmen wir mit. Und wie beurteilst du die beiden Strafraumszenen? Der eine wurde mit dem Elfmeter geahndet, der zweite wurde zurückgenommen. Wie hast du die Szenen gesehen? Ich habe meiner Frau mal geschrieben, was sie zum ersten sagt, Mersat. Zum ersten sagt sie, ja, ich bin auch gespannt, sie kennt sich aus, aber er macht so die Bewegung mit, schreibt sie mir. Und ja, die Arme sind natürlich nicht am Körper.
Es ist für Sie aber keine unnatürliche Handbewegung. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Also ihr seht, das ist fundiert. Also nicht, dass einer auf die Idee kommt, sie liegt da falsch. Das will ich nicht lesen. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist nicht so ganz einfach für die Verteidiger. Mersat hat sie angesprochen. Er war Verteidiger, ich war Verteidiger. Das ist für alle Beteiligten ist das nach wie vor eine Regel, die werden wir nicht zu Ende richtig bekommen. Wenn einer von euch eine Idee hat, sofort Lutz Wagner anrufen und da einen Vorschlag machen. Was ist unnatürlich, was ist natürlich? Er hat's gepfiffen. Und bei der zweiten Geschichte war es für mich ein klares Handspiel von Daniel Gordon. Ich habe Gott sei Dank das andere, oder was heißt, ja, Gott sei Dank habe ich das andere vorher nicht gesehen gehabt. Weil an so einem Tag ist normalerweise das Momentum auf Seiten des Jans. Ich weiß nicht, was vorher auch Hand von Jan, ich weiß nicht, Mersat. Ja, von dem her, glaube ich, können wir alle zufrieden sein. Es war Werbung wieder für diese Liga. Mir war es natürlich ein paar Minuten zu viel Werbung.